Moin Moin, herzlich willkommen zurück zu Transport Fever. Ja, das letzte Mal haben wir hier unseren Tunnel für viele, viele Millionen Dollar erbaut. Und ja, wir haben auch gleich einen Zivilverkehr mit vorbereitet. Aber mir ist bei der Streckenbegutachtung noch aufgefallen, dass hier ein kleiner Fehler an der Strecke ist. Und zwar, wenn die Bahn dann hier fährt, fährt sie hier mit drauf. Das ist ja alles kein Problem. Aber sie kommt von dieser mittleren Spur nicht mehr in den normalen Personenverkehr rein. Das heißt, ich muss da noch eine Weiche bauen, damit die da entsprechend wechseln kann. So, die ziehe ich jetzt hier so rein. Jetzt fährt hier natürlich so eine alte Rauchschwade durch. So, jetzt kann er nicht wieder was sehen. Und da muss ich natürlich entsprechend nochmal ein Haltesignal setzen. Hier ist möglich. Ja, da nicht. Da ist möglich. Damit die Züge dann auch darüber wechseln können. Damit sie in den Bahnverkehr kommen. So. Bin ich gespannt. Diesmal verpasse ich nicht, wie viel mir der Baumaterialzug bringt. Er hat leider nur 35 Baumaterialien dabei. Gucken, was da jetzt bei rumkommt. Das ist natürlich eine alte Lok, die kommt hier natürlich schlecht hoch jetzt. Die kriecht quasi nur noch. Aber eine schnellere lohnt sich halt nicht, weil die Strecke nicht oft befahren wird. Dann sehe ich jetzt nicht ein, da eine teure Lok reinzustecken, die sowieso nur rumsteht. Da kann ich dann lieber auch die billige lassen. Aber da kommt neue Schlacke, da müsste es bald mal laufen mit dem Baumaterial. Noch 114 Treibstoff. So, da kommt er. Mal gucken, wo er abwirft. So. Naja, gut. Ist jetzt nicht so der Brüller. 2 Jahre Standzeit, dann einmal was verdient. Rechnet sich nicht so wirklich die Lok. Aber okay. Ich will die Stadt mit Baumaterial versorgen. Das bezahle ich dann auch. Keine Maschinen, kein Baumaterialien mehr. Nicht schön. 570 Einwohner schon. Hervorragend. So, dann lege ich schon mal neue Linien an. Siehst du, hier habe ich ja noch die beiden, die mich auch noch Unterhalt kosten. Da wäre ich bestimmt dran bankrott gegangen. So. Neue Linie. Von hier blaue HBF zu weite Strecke hierhin. Zack. Personenverkehr rot. Teuchern. So, die Station muss ich nochmal eben umbenennen. Da fehlt mir nämlich noch das HBF. So. Haben wir die Route schon mal geplant? Hier müssen wir auch noch planen. Ups, ein L zu viel. So, was haben wir hier? Das ist Kelbra Süd, nein. Da ist der Sägewerk, so. Und dann fährt der Güterzug mit den Brettern bis hierhin. Und ja, dann können die LKWs die Bretter eigentlich auch noch mit hochnehmen. Wenn die den Stahl allein nicht wegkriegen, dann kommen halt auch noch Bretter dazu. Also wenn die den Stahl komplett wegschaffen, dann kommen halt die Bretter auch noch dazu. Muss ja alles seine Richtigkeit haben dann. So, neue Route.
neue Linie. So, und das ist dann von hier nach da. Nach hier. So, die nenne ich Bahnholz. Ja, was für eine Farbe gebe ich der? Braun habe ich schon für Erz. Ach, hier so ein schönes, grelles Neongrün hier. Grün, Natur, Baum, Holz und so. Grün, ja, doch, kann ich mitleben. So, was haben wir hier wieder los? Was ist hier los? Wieso stehen hier so viele Leute? Für die blaue Tram. Unsere Tram kommt nicht mit und die Hafenfahrzeuge auch nicht. Gut, dann werde ich da jetzt da von Hand mal nachhelfen. So, blauer Hafen, die drei. Ist mir egal, ob ihr jetzt Passagiere habt, ihr fahrt nach Hause. Und dann packe ich da ein paar normale Autos wieder zu. So, blaues Straßendepot. Landauer in Rot. Drei habe ich rausgenommen. Ich tue mal 5 dazu. Blaue Hafen, da, die Route. Zack, so. Damit sich das hier mal ein bisschen abbaut mit dem Hafen. Und ja, die Tram nehme ich auch nochmal eine dazu. Auch in dem wunderschönen Rot. So. Gucken, wie die Streckenauslastung hier jetzt ist. Wie alt sind die jetzt inzwischen eigentlich? 11 Jahre, auch die halten noch eine Weile und die fahren sowieso miese. Also sonst sieht das schon mal ganz gut aus. Alles weg, hier ist ja auch kein Personenstau jetzt irgendwie. Also insofern läuft das schon. Ja, haben wir die Strecke, haben wir die Signale. Fehlen ja eigentlich nur noch die Loks. Oh, hier wartet noch ein Haufen Treibstoff. Muss danach die Treibstofflok nochmal modernisiert werden. So, genau, das Wichtigste kommt jetzt noch. Dann können wir währenddessen noch ein bisschen Geld ansparen. Da muss ich weniger Kredit aufnehmen zur Not. Trams. Hier muss natürlich auch dann eine Tram rein. Tram, unser Standardverkehrsmittel. Ja, ich baue gleich den großen, weil der cooler aussieht. So. Sehr schön. Ich hätte natürlich auch gleich wieder mit Gleis und so machen können, aber nein, kennen wir ja schon. Verkacke ich jedes Mal. So, dann hier rein. Ich glaube, es ist cleverer, wenn ich das nochmal extra lege hier. So, Tramgleis ja, elektrisch. So, diesmal habe ich dran gedacht. Damit wir hier unseren Rundkurs reinkriegen. So. Ausbau. So, wir setzen auf jeden Fall hier oben noch einen rein. So, können die hier lang zurückfahren. Machen wir noch einen Zwischenkurs. Hier lang und da zurück. So, Haltepunkte. So, der hier hat ja hier gute Reichweite. Ich setze hier oben mal einen hin. Da einen hin. Ah, der hat noch nicht so die. Ja, nee, da bin ich nicht zufrieden mit. Der muss da weg. Ich will nur die Haltestelle. So. Nochmal.
Da ist besser. Dann hier unten nochmal. Und hier unten nochmal. So, und dann haben wir eigentlich alles abgedeckt, ne? Ja, hervorragend. Dann kommt jetzt nämlich hier noch neue Linie. So, und natürlich in Rot. So, wie sich der Personenverkehr bei uns gehört. Okay, die Straßenführung würde etwas anders laufen, aber das lässt sich ja noch korrigieren. So, Straße modifizieren mit Tramgleis, ziehen wir hier noch durch, damit die auch hier barrierelos fahren kann. Da machen wir nochmal eine Abkürzung rein. Ja, jetzt fehlt natürlich noch das Wichtigste, das Depot dafür. Ohne Depot keine Tram. So, neue Tram. In Rot. Drei Stück. Zuweisen, Tram, Täuchern und gib ihn. So, dann nimmt der Nahverkehr hier schon mal seine Arbeit auf. So, und dann bauen wir doch schon mal die Lok für den Zivilverkehr, dass der schon mal seine Arbeit aufnehmen kann. Das war nämlich, meine ich, die günstigere von beiden. In Rot, ganz klassisch. Ein paar dicke Anhänger. So, das hat jetzt wieder richtig Kohle gekostet, wie sich's gehört. Dann blaue Täuchern und gib ihn. So, und du fährst jetzt bitte zuerst nach blaue, ne? Ne, er fährt zuerst nach Täuchern, sehr gut. Dann fahren wir jetzt mit bis nach Täuchern durch. Das wird eine schön lange Zugreise, genießt die. Wenn die dann durch ist, haben wir wahrscheinlich auch schon genug Geld zusammen, dass wir die zweite Lok kaufen können für den Holzverkehr. Da fängt die schon mal super an. Gucken wir mal eben, wo es hakt. Falls es denn hakt, oder ist es tatsächlich... Ach was... Da ist die aber jetzt ungünstig aus dem Depot gefahren, dass die sich jetzt gegenseitig blockieren. Okay, Spiel pausieren. Das ist ein Problem, was also auftreten könnte. Das sollte man beheben. Ich weiß auch schon wie. Ah, ich weiß, was ich auch bei der Bahnroute Täuchern vergessen habe. Also insofern werde ich mich noch mal eben kurz darum kümmern. Genau, den Wegepunkt. So, dass der da nämlich auf jeden Fall durchballert und nicht hier nachher meint, er kann durch den Güterbahnhof abkürzen. Aber, wie gesagt, jetzt haben wir hier den Fehler, der muss noch korrigiert werden. Ist auch relativ billig zu lösen, das Problem. Schon was erkannt.
So, jetzt sollte eigentlich einer frei bekommen. Der fährt nicht. Der fährt auch nicht. Der hat ein Haltesignal. Der würde hier fahren. Der würde hier fahren. Achso, hier ist kein Haltesignal, deswegen. Mache ich ganz einfach. So. Jetzt sollte es gehen. Schauen wir doch mal. Das ist immer das, wenn man so ein kompliziertes Gleissystem hat, wenn relativ viele Züge über möglichst wenige Gleise fahren sollen. Da passieren dann schon mal so ein paar kleine Problemchen. Die lassen sich eigentlich immer relativ einfach dann auch beheben. Eine zusätzliche Weiche rein, ein Signal und dann meistens geht das dann schon. Jetzt kriegt er erstmal hier wieder einen Halt. Ballert der andere durch. So, und das sollte sich danach auch so verlaufen, dass das nicht wieder vorkommt eigentlich. Da muss so ein Auto bremsen. Zug hat Vorfahrt. Ich glaube, den Berg, den man da hinten links sieht, ist der, wo unser Tunnel durchführt. Dann sieht man mal, wie weit das weg ist. Bin ich gespannt, ob der das wirklich ist. Nee, ist er nicht. Wir müssen da noch dran vorbeifahren. Oder? Hab das jetzt gerade gar nicht so im Kopf. Kommt mal mit den Perspektiven leicht mal durcheinander. Und jetzt geht's da vorne auf jeden Fall gleich durchs Wäldchen. So, jetzt geht's da über die Brücke. Ja doch, also das ist schon der richtige Berg, nur falsche Position. Ist weiter hinten einer der kleinen Ausläufer. Ja, das sieht ja scheiße aus hier mit dem Gleis, aber okay. Ja, erste Brückenüberfahrt. Gleich gibt es noch die nächste Premiere, erster Tunnel.
Da links war der Güterbahnhof, hier ist das Sägewerk. Da kommt er, die erste Tunneldurchfahrt. Der Tunnel hat eine leichte Steigung. Der Zug hat Geschwindigkeit verloren. Tja, der endlose Tunnel. Man sieht die ganze Zeit das Licht, aber es kommt nicht näher. Der ist aber wirklich ganz schön lang, der Tunnel. Ah, da ist der Ausgang. So, und da sind wir ohne Person. Lange, lange Strecke. Ah, da warten die ersten drei. So, auf jeden Fall rüsten wir jetzt den nächsten Zug nach. So, Züge kaufen. Die gleiche Lok nochmal in diesem giftigen Grün, bitte. So. Und Rungenwagen. Für 80. So, 130 Meter lang. Ja, das reicht. Dann Holz. Dann schauen wir uns doch mal an, den Giftgrün. Boah, die sieht man, glaube ich, auf Lichtjahre Entfernung. Hat aber was. Gefällt mir ganz gut. Ob es jetzt wieder einen Stau gibt. Da kann man in der Außenperspektive noch mal ein bisschen mitfahren. Ich habe bei der Route noch was nicht bedacht. Das sollte ich noch einstellen. Beim Holzfäller vollladen.
man sieht, die Autos müssen halten. Die fahren da nicht einfach durch. Ach ja, die guten alten Dampfloks. So, er hat jetzt ein Haltesignal. Ja, die Öllok, die schicken wir gleich auch ins Depot. Dass die auch erneuert wird. Jetzt nochmal zurückfahren, die Öllok. Dann ist auch genug Kohle da, die auch komplett zu machen. Dann würde ich nämlich auch gleich neue Anhänger wieder haben. Aber rechnen tut die sich ganz gut. Die setzt echt viel um hier, muss man echt sagen. Ich wechsle hier nochmal die Ansicht, da kommt uns gleich die rote Lok entgegen. Und zwei Loks mit 60 km/h, das ist schon relativ schnell dann, wenn die anderen da vorbei pesen. Aber wenn die Loks nachher noch schneller werden, wird es natürlich noch viel mehr. Linienbenutzung, nein. Nehmen die LKWs das Holz nicht mit? Oder ist das Warndepot ausgelastet, kann das nicht mehr aufnehmen? Fragen über Fragen. Mal kurz im Straßenfahrzeuge gucken. Waren, Werkzeuge, Treibstoff, Maschinen, Baumaterial, Öl, Schlacke, Bretter nimmt er mit. Müssen wir nochmal warten, bis die Lok da ist. Das ist ja ein Güterbahnhof hier, ne? Ja, auf jeden Fall. Aber, oh, ernsthaft jetzt. Nicht in Reichweite. Ich habe da doch beim Bau extra drauf geachtet. Okay. Das ist natürlich mega doof. Muss ich das nochmal anders lösen? Naja, ich weiß, reg dich nicht auf da oben. Bahnhof, Güter. So, machen wir das hier nochmal. Ich kriege hier echt zu viel. Da hat man das extra anders gemacht, weil es vorher nicht ging. Und jetzt auf einmal. So, jetzt nochmal gucken. Jetzt ist er drin.
das jetzt so verbinden. So, dann jetzt beide einen Wegepunkt einfügen hier. Nur zur Sicherheit. So. Dann, ganz wichtig, den Müll hier beseitigen. Das sieht nämlich schrecklich aus. So, kann man damit leben. Hier kann man auch alle möglichen schönen Sachen bauen hier. Wahnsinn. Tja, okay. Lassen wir das erstmal. Jetzt müssen wir eben die beiden Linien überarbeiten. Fährt jetzt natürlich zurück, kannst direkt wieder wenden. So. So. Die Strecke hat er wieder übernommen. Haltestelle hinzufügen. So. Jetzt fährt er nämlich dann nach Plaue Güterbahnhof, wo er die Bretter abgibt, über den Punkt zurück zum Holzfäller. So, und da musst du ja sowieso so fahren. Dann brauchen wir jetzt noch die Zivillok. Da ist sie. Wartet auf freie Wege. Die müssen wir jetzt auch noch eben bearbeiten, die Strecke. Da. So. Plaue Hauptbahnhof. Da lang. Teuchern Hauptbahnhof. Da lang. So. Und weiter geht's. So, dann können wir nämlich das nächste Mal die Öllok nachrüsten, weil ich sehe schon wieder 30 Minuten voll. Ja, aber Gleisbestopfung behoben und ja, bis morgen.